Ja, wunderschönen guten Tag, mein lieben Tuber. Lange habt ihr von mir nichts gehört, aber heute mal wieder bekommt ihr wieder mal ein bisschen was von mir zu hören. Heute gibt es leider nur ein kurzes Video. Lange Zeit habe ich eine Schallplatte gesucht, Single oder halt eine LP, eine Langspielplatte von Sonja Schmidt mit dem Song Ein himmelblauer Trabant. Unter anderem habe ich sie gefunden im Internet. Ja, Grüße. Gehen raus, ihr Paket ist heile zu mir ins Hobbyheimmuseum angekommen. Wir wollen das Paket jetzt mal zusammen, also ich mache es jetzt mit euch zusammen quasi auf. Ihr könnt zugucken und genauso gespannt sein, ob genau das hier drin ist, was ich wollte. So. Sehen uns gleich beim Auspacken. So. Ja, da sind wir auch schon wieder, meine Lieben. Hier haben wir das schöne Paket. Hier haben wir wieder ein Bruchstück von meinem Cuttermesser. Wenn ihr Schallplatten geliefert bekommt, ihr wisst ja, das Cover ist ja so aus Pappe gefertigt mit so einem Druck drauf vom Sänger, von der Sängerin oder vielleicht von einer Sängergruppe, anders genannt auch eine Band. Deswegen müssen wir vorsichtig sein. Und jetzt machen wir das Ganze mal hier auf. Und wie immer, nicht vergessen, ihr Lieben, es kann immer noch was vom Verkäufer mit reingepackt geworden sein. Vielleicht ein Poster, vielleicht ein Plakat. Und wenn man halt dann zu radikal Pakete aufreißt, ja, dann haben wir das Problem, dass wir dann halt auch vielleicht noch das Plakat oder was auch immer beschädigen können. Und wenn wir das halt mit Gefühl machen, das ist in dem Sinne sehr, sehr gut verpackt. Also ein riesengroßes Lob geht an Verpackung raus. Hier ist das drinne. So, hier haben wir weiter jetzt nichts, ja. Und hier hat sie noch drauf geschrieben: Viel Spaß beim Hören mit Ausrufezeichen. Laut der Anzeige soll diese Langspielplatte von Sonja Schmidt mit dem bekannten Song Text, ein himmelblauer Trabant, ohne Kratzer sein, sowie auch ohne Kratzer das Albumcover sein soll. Da es jetzt so schön im Papier eingewickelt ist und hier nochmal so zugeklebt ist, kann sich ja hier auch noch was verbirgen, man weiß es ja nicht. Drum lieber ein bisschen vorsichtig sein. Doppelt und dreifach zusammengeklebt. So. Ach, hier oben hat es auch noch mal zugeklebt. So, die Spannung steigt, Trommelwirbel. Geil, Alter. Das ist sogar noch eine Nigelnagel. Die hat mir zwei Platten hier reingepackt. Es gab zwei Platten. Einmal von Richard Charlie Ehrmann. Träume rein am Klavier. Das ist jetzt nicht so mein Geschmack, noch schön in eine Folie verpackt, aber es ist eine Schallplatte von Amiga. Und hier ist die Schallplatte hinten drin. Und dann haben wir aber hier noch was Rotes. Und da verbirgt sich
hoffentlich die Sonja Schmidt. Vielen, vielen Dank. Gut, wir wissen jetzt natürlich alle, es gibt Leute, die hören überhaupt so eine Musik nicht. Dann will man das einfach nur schnell loswerden. Das gibt es natürlich auch. Es ist alles okay, es ist alles in Ordnung. Ich habe da noch jemanden, an dem ich das vielleicht verschenken könnte. Die Platte verbirgt sich dann hier drin, die da reinkommt. So. Ja. Manchmal muss das hier das Papier nach oben offen sein oder halt, dass diese offene Seite nach außen zeigt. Und dann kann man das problemlos reinmachen und siehe da, das Cover bleibt in Ordnung. Gut, das ist jetzt nicht so meins. Und hier haben wir sie. Nagelneu, original, verschweißt. Ihr könnt es lesen, Sonja Schmidt, auf und ab, ein himmelblauer Trabant. Ich zeige es jetzt mal so ein bisschen in die Kamera. Dann steht hier, Schluss mit dem Warten, hell scheint die Sonne, halte nicht mich, halt nicht mit der Liebe, spielen, du wirst ein Wiedersehen, du machst die Sonne am Schwarzen Meer, mach's gut und komm bald wieder. Und so weiter. Ja, wer das jetzt hier hinten ist, weiß ich jetzt nicht. Ja, tatsächlich lasse ich die jetzt erstmal so verschweißt, weil ich habe sie für 20 Euro bekommen. Plus 5 Euro Versand. Das heißt, das ist jetzt schon quasi so, was ich mir gewünscht habe für meine Plattensammlung, was ich dann hören kann. Aber die ist halt, wie gesagt, nagelneu verschweißt. Also es ist echt schade, wenn ich die jetzt hier aus dem Cover rausholen würde. Das heißt, ich packe sie erstmal in meine Vitrine oder vielleicht da rein. Und ja, sage vielen, vielen herzlichen Dank an die Verkäufer. Und ja, ich habe viel Spaß beim Hören. Zu dieser Platte hier, die unerwartet mit drinne war, das ist nicht so meins. Aber vielleicht kann ich diese Platte ja irgendjemandem verschenken, der diese Musik gerne hört. Also ansonsten einfach mal in die Kommentare schreiben, wenn du Interesse hast an diesem Sänger, weil du die schon immer gesucht hast. Die ist im tadellosen Zustand, die ist nicht zerkratzt oder so, also allgemeine Gebrauchsspuren sehr gut erhalten. Und die möchte ich jetzt wirklich nicht auspacken, die ist so schön in der Folie eingeschweißt, die ist sogar hinten noch zu und ja, erstaunlicherweise steht sogar noch hinten drauf VEB, Deutsche Schallplatten, Berlin in der DDR, Made in Germany, Demokratische Republik und für 16,10 Mark. Also ich weiß nicht, ob man das jetzt hier so in der Kamera sehen kann. Ja, da steht's. 16 Mark und 10 hat die neu gekostet. So. Ja, mit diesem kurzen Video verabschiede ich mich. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wie immer liken, abonnieren nicht vergessen und einen Daumen da lassen. Und wenn ihr mal euch übers Internet Schallplatten kauft und die euch per Post zukommen lässt, dann wie immer schön mit Gefühl aufmachen. Ne? Ich habe ja schon öfters mal, wenn ich was ausgepackt habe, gesagt, wir wissen nicht, was drin sein kann. In dem Sinne war die ja in der Folie geschützt und verschweißt, das kann man auch hier sehen, ist alles noch original zu, also das heißt, die wird wohl jemand geschenkt bekommen haben und sich gedacht haben, ach nee, das muss ich mir nicht antun. Und anders wiederum war die drinne, die ich eigentlich nicht gekauft habe, in diesem gelben Papier drinne, war zwar auch in dieser Folie, Schweißfolie hier eingewickelt, aber die ist dann nicht mehr neu, die ist wirklich gebrochen, weil da sieht man, das ist, ne? So, es hätte jetzt aber auch nicht gelbes Papier sein können, es hätte jetzt auch ein Poster sein können vom Trabi mit Sonja Schmidt,
mit Autogramm. Man weiß es nicht. Es gibt so viele Leute, die sagen sich, okay, da hat jemand nicht so viel Geld, der hat aber Spaß an dem, was er macht. Ja, und man weiß es halt nicht. Deswegen mein Tipp an euch, wenn ihr sowas habt, egal was ihr an Paketen habt, immer vorsichtig, behutsam aufpacken. Und am besten geht das immer mit so einem Messer, vom Cuttermesser, also mit der Klinge. Damit geht es besser. Kein großer Aufwand, einmal und fertig. So. In dem Sinne, ja, wie gesagt, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Liken, abonnieren nicht vergessen. Teilen erwünscht und ja. Ich verfilme das jetzt nochmal von nah. Ne? Wie gesagt, eine Amiga. Na? Jetzt kann man es lesen, ne? VEB, Deutsche Platten, Deutsche Schallplatten, Berlin, DDR. Da steht es, DDR. Ne? Made in Germany, Demokratische Republik, Abkürzung GDR, 16 Mark und 10 Pfennig. Ja. Wie gesagt, hier diese zweite Platte, ne? Also wie gesagt, wenn es jetzt Cliff Richard gewesen wäre, dann wäre es schön gewesen, aber ja, Kamera ist ein bisschen verschwommen. Ein bisschen sauber machen hier so. Aber alles im einen, ja. Und es ist halt auch eine Amiga, ne? Und hinten haben wir halt auch hier 16 Mark 10, Stereo 8, 5, 6, 4, 6, 3. Also ich schätze mal, das wird entweder eine Telefonnummer oder eine Postleitzahl hier oben sein. Naja, und dann haben wir hier so ein paar Lieder. My Way, Only You, When a Man Love is Woman, Feelings, Moon River, A Man, A Woman und so weiter. Sommersturm und so weiter, ne? Ja. Träumereien am Klavier von Richard Claddy, was steht da? Claddy Ehrmann, Claddy Ehrmann oder so. Naja, ihr wisst ja mein Englisch, ne? Ja, also wie gesagt, liken, abonnieren nicht vergessen, ne? Und die lasse ich jetzt definitiv hier drinne. Tschüss. Demnächst kommt auch wieder mal was Neues von mir, dauert noch ein bisschen, aber seid gespannt.